So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ne? Ignoriert einfach das Oberteil, ist egal. Ignoriert die Mütze, ist auch egal. Seit Flatti da war, hat er mir beim Wandern ja immer seine Mütze ausgeliehen, die ich dann ab und zu so aufgesetzt habe, damit die ein bisschen vor der Sonne schützt, weil ich am ersten Tag übelst Kopfschmerzen hatte. Das seht ihr dann aber alles, was da passiert ist. Ich glaube, so sieht es eh am besten aus. Aber wir wollen uns ja heute tarnen, deswegen muss man das so und so tun und mit Mütze jetzt nach München fahren und gucken, was auf dem Weg dahin passiert. Ich bin nämlich jetzt auf dem Weg nach München zum Hannes. Dort in München treffe ich dann Hannes und Iswo. Hier ist mein Zeug, was ich eingepackt habe. Ich habe im Prinzip jetzt nur einen Rucksack dabei und hier so ein Beutelchen. Da ist ein riesen Karton drin, da ist ein Iswo sein Geschenk drin zum Geburtstag, was schon seit mehreren Jahren bei mir rumfliegt. Hier sind meine Gummischuhe drin, weil die wollte ich eigentlich anziehen. Und das war's. Aber falls wir doch irgendwo auf einen Wrestlingring stoßen, wäre festes Schuhwerk vielleicht doch sinnvoller. Das heißt, ich habe jetzt die angezogen, einfach für den Weg, und die da reingepackt, weil die im Beutel leichter sind, als wenn ich die hier anhätte. Theoretisch hätte ich die auch einfach mitnehmen können und die anziehen. Aber wenn ich die in den Beutel packe, ist der Beutel schwerer, als wenn ich die weißen in den Beutel packe. Also packe ich die weißen in den Beutel und ziehe die anderen an. Jetzt warte ich hier auf meinen Zug und fahre mal nach Grimmental, wo einfach nichts los ist. Ich hasse Grimmental dermaßen. Hab Handys alles dabei. Ladestation, Kamera, andere Kamera für Raider Mittwoch. Muss ja gucken, dass ich in München diesmal alles filme und mache. Und ja, würde ich sagen, es ist kurz nach 8, halb 9 oder so, würde ich sagen, auf ein paar entspannende Tage. Donnerstag jetzt früh fahre ich hin, Mittwochnachmittag komme ich dann wieder. Gestern Raid Mania mitgenommen und wenn ich wiederkomme, auch wieder Raid Mania mitnehmen. Das war mir wichtig. Dazwischen muss man halt mal auf alles verzichten. Ich schnappe jetzt mein Beutelchen. Guck mal, ob das hier mit diesem Online-Ticket funktioniert. Ich habe das nur auf dem Handy, wenn ich das vorzeige, ob das reicht. Mit einem Ausweis dazu habe ich noch nie gemacht. Ich fahre so selten Zug. Ich habe jetzt schon Schiss in der Buchse, weil ich bin nicht so der Zugtyp, ne? Deswegen gucken wir mal. Mal gucken, was der Schaffner zu meiner Mütze sagt. Ob er mir da Props gibt oder so. Schauen wir uns gleich an. Jetzt auf jeden Fall auf den lustigen Zug warten. Auf den verschmierten Zug. Jetzt auf den Zug warten, dann erstmal nach Grimmental. So, in Grimmental angekommen und wie man sieht, ist hier einfach halt wirklich gar nichts. Und das ist der Zug, mit dem ich gekommen bin. Hier rüber muss ich jetzt, aber ich drehe es jetzt nicht um, da sind so viele Menschen. Jetzt also weiter in den Zug nach Erfurt und dann von Erfurt auch noch weiter. Das ist natürlich dann die längste Strecke, so lang wie ich von Erfurt bis München brauche, ist das, was Iswo von Stuttgart nach München braucht. Und die ersten zwei Sachen hier kann er sich sparen. Mütze anders auf, nachher nehmen wir sie ab. Ihr könnt dann immer abstimmen, was am coolsten aussah, denn darauf kommt es ja an. So, in Erfurt angekommen, am Hauptbahnhof. Und bis eben hatte ich immer eine 50-50 Chance, dass ich den richtigen Zug erwische. Jetzt sieht es ein bisschen schwieriger aus. Hier sind viel mehr Bahngleise, also viel mehr Züge, die nicht passen. Aber ich glaube, ich stehe richtig. Jetzt noch einmal einsteigen, einmal München. Dann ankommen beim Hannes, dann auf dem Iswo warten. Und wir hatten so eine nette Kontrolleurin, muss ich auch mal positiv erwähnen. Habe ihr da mein Handy gezeigt mit meinem Online-Ticket. Hat sie gesagt, geht's ein bisschen größer? Habe ich gesagt, was brauchen Sie denn groß? Na, das Feld zum Scannen, da habe ich das groß gezogen. Sie hat das abgescannt, war übelst freundlich, hat mir noch eine schöne Reise gewünscht. Viel Spaß in München, ne? Fand ich gut. Kenne ich so gar nicht. Sonst kommen die immer rein, ziehen schon so eine Fresse, ne? Und sind übelst angepisst, aber die... München! Und das ist das nächste Gute. Ich musste 10 Minuten in Grimmental warten, 10 Minuten in Erfurt warten. Also... war eigentlich eine gute Fahrt bisher, ne? Und jetzt kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Außer Hannes ist nicht da und Iswo kommt nicht. Und... Ach so, ich wollte Hannes noch was mitnehmen, habe ich jetzt auch vergessen. Ah, da fängt's an. Da kommen die Nachteile.
So, wir sind jetzt angekommen hier. Ich bin jetzt hier angekommen in München am Hauptbahnhof. Hinter mir steht der Itze, ne? Und der Kontrolleur vom Itze, der war gar nicht so cool, wie ich es bei einem ICE gedacht hätte. Aber ist alles okay. Jetzt haben wir den Hannes getroffen. Guck mal, der Hannes ist da. Und der Hannes hat gleich was mitgebracht, ne? Er kam mir gleich mit einem Bier entgegen. Aber der Hannes hat nicht nur Bier, der Hannes hat noch mehr. Zeig mal kurz, was du gekauft hast. Ach, an deinen super Zutaten. Er war nämlich hier um die Ecke beim... Er hat gesagt, beim Ali, nee, beim Aladdin. Alibaba, Aladdin? Ja, ist doch alles dasselbe. Er hat auf jeden Fall ein paar Gewürze und Zutaten gekauft. Er hat nämlich Chilischoten, extrem scharf, was er da schon wieder vorhat. Hier einen ganzen Sack voll Chilis. Ne? Und hier habe ich nicht erkannt. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. 3, 2, 1 sollen Bohnen sein. Erbsenbohnen, Schoten. Ich glaube, keiner weiß es. Er weiß selber nicht, was er gekauft hat, nee. Glaube ich, mittlerweile. Böhnchen sind es, aber keine Ahnung, was für Böhnchen. Böhnchen. Habt ihr schon mal solche Babuja-Böhnchen? Das sieht aus wie Baconstreifen. Mein Gott, vegetarische Baconstreifen. Wir müssen jetzt noch warten, bis der Ismo kommt. Hier dein Gläschen. Und hier gibt es ein Moser, Moment, Moser Liesel, helles. Dann Prost. Prost auf Liesel. Bis der Ismo kommt, liegt man schon hier in der Ecke, ne? Der Ismo ist da, guck mal. Der haut einfach ab. Beim Eben hat er noch geschrieben, bin jetzt in Augsburg, ne? Er veräppelt einen schon wieder komplett. Komm mal her. Hallo. Oh, guck mal. Da bin ich also. Ach, du bist es. Na, da gehe ich wieder. Ich habe den nicht erkannt mit dem Zipfel davor. Guck mal, der Hannes hat Bier dabei. Echt? Auf die Dicken. Wir müssen dann aber erstmal hier weg. Hier ist nämlich ziemlich laut. Wir müssen dann mal gucken, was wir heute als erstes so machen. Und die ganzen Sachen heimbringen. Und eine Roomtour beim Hannes machen. Ich hoffe, er hat aufgeräumt. So, wir sind jetzt in der U-Bahn, S-Bahn. Und ich weiß immer noch nicht, was es nur ist. Weil es fährt ja eigentlich unten, also es ist ja die U-Bahn. Ja. Aber euch glaube ich nichts mehr. Gleich sind wir wieder oben, das weiß ich jetzt schon. Guck mal, voll der Luxus, sagt der Ismo. Du passt voll zur Ausstattung hier mit deinem T-Shirt. Guck dir mal die Sitze hinter dir an und die Schrift von deinem T-Shirt. Da denkt man, du bist hier in München anstatt. Kann man sich auch drauf setzen, ne? So, das war's auch schon wieder mit der U-Bahn. Wenn es zurück ist, nimmt er nicht auf. Wenn alle rumbrüllen, dann nimmt er auf. Was ist das? Also dann nochmal. Nein, dann ist das. Jo, Mann, ist der Boss wieder rum. Ich bin echt der Bayer. Jo, Mann. Jo, Mann. Ja, klar. Ja, wir sind aber hier nicht bei Adlersons Review. Und deswegen wird sich hier benommen, ja? Und nicht roh. Oh, Snacks. Ihr kennt mich nicht, na warte. So, wir haben die nächste U-Bahn gefunden und gehen mal da schnell rein. Und ihr stellt euch immer hier in die Mitte, anstatt die Leute reinzulassen. So. Genau. Guck mal. Vor allem eben, die war wenigstens blau, sah aus wie eine shiny U-Bahn. Jetzt ist sie wieder so gelb. Ja. Oh, okay. Gerade geht er da rein, holt sich meinen Pullover, nimmt den mit und weiß dann gar nicht mehr, dass er meinen Pullover hatte, weißt du? Am nächsten Morgen wacht er auf, was ist das für ein Pullover? Und hat seinen nicht mehr gefunden, den habe ich dann im Schnee gefunden. Hm. Was? Wer war das? Grüße gehen raus. Oh, es fährt weiter. Drei Stationen. Mhm. Ismo! Ismo! Ignorier mich nicht! Ismo! Filmst dich selber! Nee, wieso? Hä? Jetzt? Nein! Also der Hannes und der Ismo, die sind da hinten hier an diesem Dönerstand. Aber was sie an dem Dönerstand machen, das kommt, glaube ich, in einem extra Video. Ramses Kitchen! Och, ist das schön. Hört ihr die Musik? Jetzt habe ich den Faden verloren. So, irgendwie stehen wir schon wieder an der U-Bahn und deswegen ein Hin und Her hier, ein Rumgerenne, ein Rumgemache. Also so viel Action habe ich die letzten 10 Jahre nicht gehabt bei mir. Ich habe ein Déjà-vu.
Kennt ihr noch die U-Bahn beim ISWO, die immer oben gefahren ist? Und dann sind wir in die S-Bahn und die ist immer unten gefahren. Jetzt sind wir auch in der U-Bahn, aber wir sind oben, also. Das ist ein Auf und Ab. Egal ob Stuttgart oder München, alles das Gleiche. Oh, der Zaun fliegt weg. Ich weiß nicht, warum die sich die ganze Zeit anschreien da hinten, aber egal. Guck mal, alle am Handy. Oh mein Gott, die gucken gar nicht, wo sie hinlaufen. Nicht rumdrehen. Was ist denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Irgendwie müssen wir jetzt zum Bus und mit dem Bus fahren. Also ich glaube, der Hannes, der wohnt so weit weg. Irgendwann bin ich wieder zu Hause und dann sagt er so, jetzt sind wir da. Das ist wahrscheinlich sein Ziel. Was ist das? Wer denn jetzt? Das sind doch zwei unterschiedliche Namen. Ja, ich mach doch mal das Ding aus. Hamses und Ranne. Uns geht schon wieder hoch. Erst geht's nauf und dann geht's nunner, ne? Das kennt ihr. Erst geht's nauf und dann geht's, ach, ist egal. Seid jetzt in der Busse jetzt da oben. So, wir sind jetzt im Bus angekommen. Und das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Busfahrerin habe. Und das erste Mal, nicht das erste Mal, aber der Hannes hat auch noch gemeint, am Sonntag holen wir Tagesticket, dann können wir den ganzen Tag Bus fahren. Na, Turin schon wieder dran. Ja, und der E-Sport wieder alles verpasst. So, wir begrüßen die Busfahrerin, die mit dem Bus gefahren ist und uns an unser Ziel gebracht hat. Obwohl, ich glaube, wir sind immer noch 10 Kilometer weg. München ist ein bisschen größer, als ich dachte. Das ist gar nicht so wie Hildburghausen, eine Straße mit zwei Häusern. Das ist mehr, mit mehr drin und mehr dran. Ja? Und irgendwie haben wir auch schon wieder den nächsten Dönerladen direkt vor der Nase. Können wir ja umtauschen. Wir geben die denen von dort und geben denen dann da hier und dann und so. So, wir sind jetzt hier angekommen bei Hannes Brennt zu Hause, MTV Cribs. Guckt euch das an. Wenn du reinkommst, hier hast du einen Schrank an der Seite, ne? Hier hast du drüben das Bad, das ist der Flur. Die Kabeltrommel hat uns angelacht, ne? Musste Hannes extra besorgen für Nismo. Hier habt ihr das Bad. Wir gucken nur mal kurz so rein. Bad ist da, Waschmaschine, Waschbecken, Klo, Badewanne, alles was man braucht. Irgendwie ist das Licht übelst gelb, aber im Video sieht es besser aus. Dann geht's weiter, hat er schon gesagt, das wäre mein Schlafzimmer, was ich übelst brutal finde. Hier sieht's aus wie im Hotel, da liegt sogar ein Knoppers auf dem Kissen. Ist es nicht schön? Da Fernseher kannst du gucken, da kannst du rausspringen. Hier hinter der Tür, hier sind die perversen Sachen aufgebaut. Ihr seht hier ein toter Fuchsschädel, alter Schweizer. Hier ist irgendwie so ein Känguru abgerissen, hier sind Ketten, hier sind Füße von den letzten Gästen, alles ist da. Und Waffen! Guckt euch mal hier diesen riesengroßen Knubbel an. Wenn ihr damit in die U-Bahn geht, dann kriegt ihr wahrscheinlich jeden Platz, den ihr möchtet. Den packt man jetzt schnell wieder rein. Wollen nämlich gleich essen, bevor es wirklich ganz kalt wird. Haben dann hier draußen noch die Küche. Ist auch hier richtig gemütlich. Hier das, was ich euch vorhin gezeigt habe. Diese Chili-Sachen alles, Fenster, Schränke, Küche, wisst ihr, wie er aussieht, Tabasco, darf nicht fehlen. Dann kommen wir hier rein, ins Wohnzimmer sozusagen. Hier Tisch, Hannes hat schon gesagt, Iswo und Hannes wollen da schlafen, ich soll da drüben schlafen, ja, weil die mich nicht mehr leiden können. Ach, aber vielleicht schlafen wir einfach alle hier, ich leg mich unter den Tisch, ja, guck und dann mal. Ist gut. Du kannst doch eben sitzen, wenn du auf dem Klo sitzt, setz dich da her und dann schläfst du da. Ja, du kannst dann ja auch. Haben wir hier noch ein paar Bilder an der Wand, leere Flasch, hier Masken, selbst gebaut. Ihr wisst, der Hannes, ne, der geht nachts immer durch den Park und erschreckt Leute. Dann habt ihr hier alles drauf, hier Brustpanzer, hier habt ihr eine Knarre, hier habt ihr einen, was ist denn? Hier habt ihr Balkon, habt ihr noch eine schöne Aussicht, wunderbar. Guck mal, ich bin fast fertig, weißt du, fast fertig, oh mein Gott. Hier noch ein bisschen Deko. Ein Randy Orton, Ruthless Aggression, ja. Ruthless Aggression. Guck mal, Randy Orton, wie er lebt und lebt. Aha. Pfand. Alter, ist doch schon wieder hier Red Bull Zero. Dies verfolgt mich überall. Seine Leibspeise. Und hier habt ihr eine Classic Superstars Eddie Guerrero Edition. I'm your puppy. Ja, Eddie Guerrero.
Guckt euch das an, da gibt's auch noch andere Hautdegen. Sogar Typhoon und Earthquake. Hä? Das sind ja richtig alte Superstars drauf, auch wenn ihr das wahrscheinlich gerade gar nicht seht. Hier ist sogar Ivan Putski drauf, den kenne ich gar nicht. Ken Patera, kenne ich auch nicht. Repo Man, bester Mann. Rock von der Nation of Domination, Rocky Johnson, Shane McMahon. Ich glaube, da ist Eddie Guerrero immer noch der Heftigste, weil der ist nämlich auch euer Papa. Und das war jetzt alles, das war auch ein Rundgang. Und das war Tag 1, die Fahrt nach München, die Ankunft in München, das Rumgewusel durch München durch, bis wir endlich beim Hannes angekommen sind. Der ist, wo der irgendwo seine rote Nase überall reinsteckt. Roomtour, alles dabei. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Da wird der Pfeffi reingetragen aus dem Kühlschrank. Bis zum nächsten Mal.